Die gefährlichsten Zeiten an der Börse sind immer dann, wenn alle der gleichen Auffassung sind, alle überzeugt sind, es kann nur in diese Richtung gehen, aber nicht in die andere Richtung. Und genau solche Zeiten haben wir jetzt, denn alle sagen, okay, wenn Trump kommt, dann dürfte das Defizit ausufern, weswegen die Fed die Zinsen nicht so stark senken kann, weswegen die Inflation wieder nach oben geht, weswegen Gold steigen muss, Aktien wiederum steigen, weil Trump ja die Unternehmenssteuer senkt. Wird. Also, das ist eine ganz klare Geschichte, gibt es gar keinen Zweifel dran. Aber ich habe da inzwischen einen Zweifel bekommen, den möchte ich Ihnen mitteilen und der wird vielleicht sehr wichtig auch für uns alle oder für Sie, dieser Gedanke, den ich jetzt in diesem Video versuche mal auszuführen. Denn Elon Musk, der ja jetzt mit Sicherheit eine sehr bedeutende Rolle spielen wird in dieser Regierung von Donald Trump, der hat klar gemacht, was er vorhat. Er will das Defizit der USA reduzieren und nicht weiter ausweiten. Trump hat dann auch im Wahlkampf gesagt, wir werden die Schulden zurückzahlen oder werden den Schuldenstand verringern. Hat keiner ernst genommen, aber Elon Musk scheint es ernst zu nehmen und er hat sich jetzt jemand an Bord geholt, der genau das seit Jahrzehnten sagt und offenkundig meint es Musk ernst. Und wenn er das umsetzen kann, was er vorhat, dann wird es extrem spannend und dann passiert genau das Gegenteil von dem, alle derzeit überzeugt sind. Warum sage ich das? Was meine ich damit? Hier sehen wir mal Milton Burke, der in den USA eine ziemliche Bekanntheit ist und der sagt, Aktien werden nicht steigen. Guckt euch mal an, was passiert ist, als Reagan Präsident wurde. Da sind die Börsen auch erstmal gestiegen. Als klar war, Reagan hat diese Wahl gewonnen. Der wollte auch Deregulierung, der wollte Wirtschaft ankurbeln und so weiter. Aktienmärkte gestiegen. Kaum war aber Reagan im Amt, ging es erstmal ziemlich bergab. Und Milton Burke sagt auch, Gold wird fallen, denn Gold ist überbewertet in Relation zur immer weiter zurückgegangenen Inflation. Ein Gedanke, den wahrscheinlich nicht allzu viele Leute haben, aber hier zeigt eben Milton Burke in diesem Interview seine Sicht der Dinge, die ich erstmal sehr, sehr interessant fand. Aber jetzt nehmen wir mal das, was tatsächlich gesagt wurde von Elon Musk. Der hat gesagt, okay, wir sind sicherlich in der Lage, den Haushalt der USA um 2 Billionen nach unten zu fahren, denn wir haben eine solche Schuldenorgie und die Schulden werden immer teurer. Hier sehen wir ja, was die Amerikaner an Zinsen zahlen müssen und Musk hat klar gemacht, das wird erstmal wehtun. Das wird kein Zuckerschlecken, aber es ist die einzige Chance, die ganze Geschichte zu heilen. Und da hat Musk sogar ein ökonomisch sehr zwingendes Argument, wie ich gleich zeigen werde, denn die USA, die zahlen inzwischen über 1 Billion Dollar für ihre Schulden pro Jahr. Das ist eine ganze Menge Holz und David Rosenberg verweist darauf, naja, wenn jetzt die Republikaner, die ja komplett diesen Sweep geschafft haben, in allen Kammern jetzt in beiden Kammern die Macht haben, den Präsident stellen, aber bei den Republikanern gibt es viele, die sagen, wir müssen aufhören mit dieser Schuldenorgie, das geht nicht so weiter. Das ist durchaus eine relevante Gruppe innerhalb der Republikaner und zu dieser relevanten Gruppe gehört der inzwischen emeritierte Ron Paul, ein Libertarian, ein Libertärer der alten Schule, ein Haudegen, der immer gesagt hat, die USA ist bereits bankrott, wir müssen komplett umsteuern. Den hat jetzt Elon Musk in sein Team gebeten und der hat gesagt, ich komme. Das deutet darauf hin, dass Musk es wirklich ernst meint, wenn er solche Leute an seine Seite holt. Und hier sehen wir mal, die US-Regierung ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, könnte man sagen. Die hat nämlich ein Budget von 6,8 Billionen Dollar. Das wäre, wie gesagt, die drittgrößte Regierung der Welt und vor allem Wachstumsraten. In jedem Jahrzehnt ging es 50% nach oben, was das Budget betrifft. Also dieses totale Ausufern des Fiat-Geldsystems, das hier komplett eskaliert ist. Und die Frage ist, kann das so weitergehen? Und die ökonomische Antwort ist nein. Und diese ökonomische Antwort hat Argentiniens Milei ja gegeben, der komplett mit einer Kettensäge hier vorgegangen ist gegen diese sozialistische Verteilungswirtschaft und es tatsächlich geschafft hat, eben das Staatsbudgetdefizit praktisch zu eliminieren, die Inflation unter Kontrolle zu kriegen. Also man sieht, das geht und das tut weh. Das hat durchaus erstmal auch negative Folgewirkungen. Und Milei und Trump sind ja auch ziemlich eng, die verstehen sich gut. Argentinien könnte sehr stark jetzt profitieren von dieser Wahl in den USA.
aber nochmal zurück zu dieser Frage, was passiert eigentlich mit diesen Schulden? Wir haben jetzt immer weniger Dollars, die in wirklich produktive Bereiche gehen können, weil immer mehr Dollars aufgewendet werden müssen für den Schuldendienst. Weswegen die Wirtschaftsleistung, das Wirtschaftswachstum seit Jahrzehnten tendenziell nach unten geht, während eben die Verteilung von Geldern, die mit diesen Schulden einhergehen, immer weiter nach oben geht. Das heißt, das Defizit steigt, während gleichzeitig die Wirtschaft schwächer wird. Da gibt es einen ganz, ganz klaren Zusammenhang. Und hier sehen wir diesen negativen Impact. Hier sehen wir mal, wie die Wachstumsraten unter den verschiedensten Präsidenten nach unten gingen, während die Schulden nach oben gegangen sind. Also man kann das sehr gut begründen, warum das eigentlich nötig ist. Bisher hat es nur Milei versucht. Aber das könnte jetzt sozusagen der Präzedenzfall werden, auch für Elon Musk, der sich ja auch mit Milei sehr gut versteht. Und hier sehen wir mal den Vergleich, warum ist der S&P 500, warum sind die US-Aktienmärkte gestiegen? Weil die Geldmenge nach oben gegangen ist. Würde Musk jetzt das umsetzen, was er sagt, dann würde die Geldmenge nicht mehr steigen, sondern fallen. Und das würde bedeuten, dass es für Aktien schwierig werden kann, zumal es eben auch einen klaren Zusammenhang gibt zwischen dem S&P 500 und den Schulden der USA. Der S&P 500 ist sogar noch viel deutlicher gestiegen als die Schulden der USA. S&P 500 ist diese weiße Linie, die hier komplett nach oben geht. Wenn jetzt also die Schulden nicht mehr steigen, dann würde das bedeuten, dass eben dieser Impuls erstmal diese Anreize für Nachfrage, die durch Schulden ja praktisch evoziert werden sollen, dass das nicht mehr so wirklich passieren würde und die Wirtschaft respektive die Aktienmärkte nicht mehr steigen würden. Genau das ist aber eingepreist. Schauen wir uns mal die Erwartungen an, vor allem für das nächste Jahr, für 2025. Und da denkt man, das geht jetzt immer weiter nach oben. Also die Gewinne der Unternehmen werden immer weiter steigen. Wenn Musk aber das umsetzt, was er sagt, mit der Rückendeckung von Trump, dann dürfte das Ganze schwierig werden. Und die Märkte sagen sich auch, ja, ja, das wird inflationär. Das sehen wir hier in den Break-Even-Märkten, also praktisch den Märkten, die bepreisen, wie es denn mit der Inflation weitergeht. Und hier sehen wir ganz klar, dass man eben inflationäre Aspekte erwartet durch Trumps Politik, also Senkung der Unternehmenssteuer, auf der einen Seite Zölle, auf der anderen Seite. Und dieses Zusammenspiel zwischen dem, was Elon Musk machen will, nämlich Reduzierung des Budgetdefizits und den Zöllen, das wird eine sehr schwierige Angelegenheit, das unter einen Hut zu bringen. Wer wird da sozusagen die Oberhand gewinnen? Aber eins ist klar, der Bondmarkt ist jetzt praktisch das einzige Korrektiv, wie hier jemand gesagt hat, nämlich Christopher Brightman. Der sagt, das wird der Schiedsrichter dafür sein, ob diese Politik akzeptabel ist. Aber würde Elon Musk das umsetzen, dann dürften auch die Anleiherenditen fallen. Denn wenn das Defizit kleiner wird, dann wollen oder fordern viele Investoren eben nicht mehr so hohe Risikoprämien. Die werden ja vor allem auch gefordert, weil das Defizit so weiter eskaliert. Das ist genau dieser Zusammenhang, der so komplex und so schwierig ist. Und inzwischen sind die Märkte ja dazu übergegangen, weniger Zinssenkungen einzupreisen, weil sie eben bestimmte Effekte durch die Trump-Politik erwarten. Hier sehen wir mal, Mitte September hat man gedacht, dass Ende 25 die Zinsen, die Leitzinsen in den USA bei 2,8% sein werden. Jetzt nimmt man an, sie werden nur auf 3,7% fallen, also deutlich weniger, als man zuvor erwartet hat. Und da könnte vor allem jetzt auch eine Situation reinspielen, die Craig Shapiro hier auf den Punkt bringt. Der sagt, nur 9 der 19 FED-Mitglieder sind davon ausgegangen, dass wir dieses Jahr noch eine weitere Zinssenkung sehen. Und jetzt haben die Demokraten diese Wahl verloren. Und damit wird ein bisschen dieser Anreiz, die Zinsen weiter zu senken, erstmal mit der Aussicht auf Trump geringer werden. Also das kann sein, dass die FED, anders als gestern jetzt Jerome Powell, der versucht hat, irgendwie sehr schwammig zu sein, dass wir jetzt mehr und mehr FED-Mitglieder haben werden, erstmal die sagen, mit den Zinssenkungen, da sollten wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein und erstmal abwarten. Und die Wall Street hat sich gesagt, ist uns egal, wir steigen trotzdem. Vielleicht erleben wir jetzt die beste Woche diesen Jahres, weil man sich sagt, naja, Zinsen vielleicht, wir fallen sie nicht mehr so schnell, aber wir kriegen ja Trump und wir kriegen Unternehmenssteuersenkung, das ist ja super gut für Aktien.
Also wir sehen, der Konsens, der geht noch komplett in die andere Richtung. Aber wie gesagt, das Potenzial ist da, dass Elon Musk, der ja ein Visionär ist, dass der das erstmal versuchen wird und dann die Dinge ganz anders laufen. Und hier sehen wir mal, was kommen wird oder kommen dürfte, wenn Trump jetzt hier agiert, wie er ja schon in seiner ersten Präsidentschaft agiert hat, als er diesen Handelskrieg mit China geführt hat. Was ist da gut gelaufen? Das war im Jahr 2018, 2019. Defensive Werte, Utilities, Telekom-Werte, Real Estate. Und ganz schlecht gelaufen, am schlechtesten gelaufen sind Halbleiteraktien, also Tech. Und das ist insofern interessant, als wir jetzt gesehen haben, dass trotz des neuen Rekords beim Nasdaq die großen Player, die großen Investoren, die von der Bank of America befragt werden, so viel Geld aus Tech rausgezogen haben, aus Tech-Funds, wie seit 2002 nicht mehr. Wie passt das zusammen? Der Index auf Allzeithoch, große Investoren ziehen Geld ab und vielleicht ahnen sie, was kommt. Nämlich der TSMC zum Beispiel hat jetzt gesagt, wir werden gar keine Chips mehr produzieren, also auch nicht in Anführungszeichen minderwertige, also weniger leistungsstarke Chips. Da geht gar nichts mehr nach China und diese ganze Geschichte könnte für Tech-Werte, gerade für Nvidia, sehr, sehr schwierig werden, wenn Trump sagt, naja, wenn ihr jetzt aus taiwanesischer Produktion diese Chips einführen wollt, dann müsst ihr leider darauf Zölle zahlen. Zwar TSMC auch eine Niederlassung in den USA, aber man wird die taiwanesische Produktion weiter brauchen. Und das gilt für Apple auch, die ja in Indien produzieren lassen. Das gilt für so viele US-Konzerne, für Amazon, die ja zum Beispiel Zulieferer haben, Partner haben, die im Ausland sitzen. Wenn das alles verzollt werden muss, das ist kaum vorstellbar, was dann passiert, würde also auch US-Unternehmen treffen. Und noch besteht also ein Widerspruch zwischen diesem inflationären Aspekt, den die Zölle zweifelsohne haben auf der einen Seite, und diesem Aspekt, dass Elon Musk jetzt dieses Defizit nach unten fahren will. Das wird eine explosive Mischung. Derzeit sehen wir, dass Elon Musk mit Tesla vor allem profitiert und dass Tesla heute praktisch die einzige größere Tech-Aktie ist, die im Plus ist, jetzt den Börsenwert von $1 Billion überschritten hat. Insgesamt aber sehen wir, dass trotz dieser Rallye die Marktbreite doch eher mau ist, muss man sagen. Die Gewinner haben zu den Verlierern in den letzten Tagen nachgelassen, trotz des großen Sprungs bei den Indizes. Also das ist schon ein bisschen seltsam, dass trotz dieser Trump-Rallye wir so vergleichsweise schlechte Marktbreite sehen, und das mag auch damit zusammenhängen, dass wenn wir uns jetzt mal das Forward Price to Sales Ratio, also Marktkapitalisierung der Unternehmen in Relation zu dem, was an Umsatz erwartet wird, ist so teuer wie zuletzt in der Dotcom-Blase, also wo da die ganz, ganz große Rallye jetzt noch herkommen soll bei diesen Bewertungen, dann muss schon alles gut gehen. Und derzeit sind wir jetzt genau angekommen bei der 6000er Marke im S&P 500, sind jetzt an dieser oberen Trendkanalbegrenzung, sind deutlich überkauft, haben negative Divergenzen im RSI. Heißt nicht, dass es sofort nach unten geht, aber die Luft wird immer dünner. Wir schleichen uns so langsam nach oben. Aber ob es steigt oder fällt, meine Damen und Herren, kann uns ja eigentlich egal sein, wenn wir im Trading unterwegs sind, so wie bei unserem Börsenbrief der Fugmannschen Trading Woche. Da habe ich Ihnen mal zwei Charts mitgebracht. Wir traden alles nach rauf und nach unten. Oben sehen Sie zum Beispiel Bitcoin, das wir sehr gut gecallt haben in diesem Börsenbrief. Mein Kollege Stefan Jäger und Michael Borgmann leisten da bisher sehr, sehr gute Arbeit mit Top-Signalen. Unten sehen wir den DAX. Da haben wir genau die richtigen Einstiegssignale gefunden. Ob Intel, so viele Aktien, die richtig gut gelaufen sind. Man hat auch mal ein paar Verlierer dabei, aber das kann ich Ihnen nur empfehlen. Das ist wirklich eine Geschichte, die bisher super läuft. Ich packe Ihnen mal den Link unten drunter und ebenfalls packe ich Ihnen den Link unten drunter, wenn wir jetzt das Ganze nochmal in einem größeren Kontext uns angucken. Und ich glaube, wer die Märkte verstehen will, wer die Welt verstehen will, der muss jetzt diese großen Kontexte beachten. China, Iran, Israel und eben was in Deutschland passiert ist, das ist eine hochinteressante und explosive Mischung. Daher hoffe ich, dass wir uns gleich sehen im zweiten Teil. Den Link packe ich Ihnen auch unter das Video. Wir sehen uns gleich.